Hallo, hier ist der Lars von Ruhr Energie. Ich wollte euch mal zeigen, jetzt hat die Grünkohlzeit angefangen, was man mit Grünkohl machen kann. Wir haben ein bisschen viel Grünkohl gekauft, deswegen entsafte ich heute Grünkohl. Ich habe hier 500 Gramm Grünkohl drin, gewaschen, hier geviertelte Karotten und eine Zitrone. Und daraus mache ich uns jetzt einen Saft und den trinken wir dann jeder die Hälfte. Und dann haben wir ordentlich Mineralien und Vitamine und Enzyme, um gesund zu bleiben jetzt in dieser kalten Jahreszeit. Wir legen mal los. Und immer abwechselnd machen, also immer ein bisschen Grünkohl, möglichst klein geschnitten und dann immer wieder was Hartes, wie so diese Karotten hinterher stecken. Dann läuft das hier auch durch, wenn ihr nur Grün entsaftet, dann bleibt das wahrscheinlich stecken alles, nach einer gewissen Menge. Und also immer schön abwechselnd, grün und feste Sachen, Karotten, Äpfel und solche Sachen. So, und schon sind wir fertig. Ich siebe diese Säfte mit diesem Slow Juicer immer noch mal durch einen Haushaltssieb in ein größeres Gefäß, weil dann doch relativ viel Fruchtfleisch damit rauskommt. Aber dafür ist die Qualität wirklich sehr, sehr gut. Guckt, ihr seht, hier ist noch ein bisschen was drin. Und wir haben jetzt hier rausgekriegt fast einen Liter Grünkohlsaft mit Möhren und Zitrone. Mal gucken, wie der schmeckt. Und es geht. Schmeckt ziemlich grün schon, aber die Möhren machen es relativ süß und die Zitrone macht es relativ frisch. Jeder von uns trinkt jetzt, Alexander und ich, so einen halben Liter am Nachmittag und dann haben wir unsere, kann man sich jede Vitamintablette sparen. Das ist das hochwertigste Vitamingetränk der Welt. Also, viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit. Tschüss!